Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Pokémon-Freunde und Freundinnen da draußen. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zu Pokémon SoulSilver. Ja, langes her. Das letzte Mal im Stream, wir haben erfolgreich die Pokémon-Liga abgeschlossen. Wir sind endlich durchgekommen im Livestream. Das war wirklich ein wieder sehr, sehr spannendes Erlebnis. Also ich muss sagen, aktuell die Pokémon-Ligen aufgrund der eigenen Regeln, die wir uns ja immer für unsere Pokémon-Projekte geben, ist das schon sehr, sehr spannend. Also muss man mal so sagen, ja. Also wirklich, wirklich, wirklich cool gewesen. Vielen Dank auch wieder an alle, die dabei waren im Stream und vielen Dank an alle, die jetzt noch mitmachen, weitermachen. Wir müssen ja jetzt noch in die Kanto-Region, die es ja in Pokémon SoulSilver und HeartGold gibt, und müssen da natürlich auch noch die Arenen schaffen, etc. Und auf diese Reise nehme ich euch natürlich selbstverständlich noch mit. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, denn ich habe... Oh, halt, Moment. So. Ich habe nämlich schon länger nicht mehr gespielt. Das heißt, ich muss sowieso erstmal gucken, welche Pokémon dürfen wir noch benutzen, welche nicht. Die Claudi zum Beispiel, die müssen wir ablegen. Die müssen wir auf die Box legen, denn die ist in der Pokémon-Liga leider Gottes besiegt worden und aufgrund unserer Regel nicht mehr einsetzbar. Des Weiteren war ja unsere eine Regel auch immer, dass wir 15 Pokémon fangen dürfen. Diese Regel erweitere ich aufgrund dessen, dass wir noch eine weitere Region gleich bereisen, nämlich die Kanto-Region. Diese Regel wird auf 21 Pokémon ausgeweitet. War 21? Wollte ich 21 machen? Ja, ich glaube ja. Ach, wobei, ja doch, wir machen... Ich bin gerade am Überlegen. Ja doch, wir nehmen 21 Pokémon. Wir dürfen insgesamt 21 Pokémon fangen. Nicht zählen tun Pokémon, die wir geschenkt bekommen. Oder Pokémon, die wir durch Special Events erhalten, etc. Also, sowas wie Starter-Pokémon oder sowas, das zählt nicht als gefangenes Pokémon. Als gefangenes Pokémon zählt wirklich nur das, welches wir auch wirklich mit einem Pokéball selbst fangen. Wir haben auch die Regel im letzten Durchlauf schon ein bisschen aufgeweicht, was diese Pokémon-Fangen anging. Wir waren nämlich schon bei 16 Pokémon, durften eigentlich nur 15 fangen. Weswegen wir jetzt natürlich nur noch 6 Pokémon maximal fangen dürfen. Wir müssen auch definitiv noch Pokémon fangen, denn wir brauchen wieder ein Pokémon, was Fliegen beherrscht. Weil die Claudi dürfen wir ja so jetzt nicht mehr im Kampf verwenden. Die müssen wir dann auch ablegen. Ansonsten sind aber alle Pokémon durchgekommen. Domi, Hütti, Nott, Tesek, Anne, die sind alle weiterhin am Start. Ja, wir müssen jetzt also erstmal gucken, wo es überhaupt hingeht, was wir jetzt machen müssen, dürfen. Ach, guckt mal, unsere Mutti. Oh, hallo Hyrus. Professor Lin sagt, er habe irgendwas für dich. Das ist aber schön. Dann mal auf zu Professor Lin. Ich bin gespannt, Freunde. Oh, ich freue mich wieder richtig, Pokémon zu spielen. Hab das so ein bisschen vermisst, muss ich ja ehrlich gestehen. Ja, moin. Professor Lin, ich bin am Start. Grüß Gott. Oh, hallo Hyrus. Ich habe dich schon erwartet. Ich habe dich heute zu mir gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Jo, das ist ein Bootsticket. Damit kannst du auch in Kanto auf Pokémon-Jagd gehen. Nice. Das Schnellboot, für dieses Ticket gültig ist, legt im Hafen von Uliviana City ab. Aber das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, Hyrus. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid schließlich schon viel zusammen gereist. Also dann, wenn du nach Kanto gehst, grüße bitte Professor Eich von mir. Das werde ich natürlich selbstverständlich tun. Jetzt ist nur erstmal die ganz konkrete Frage. Wo geht's denn hier eigentlich noch längs? Das habe ich schon mal... Achso, hier ging's zur Pokémon-Liga, oder? Ja. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Okay, wir fliegen jetzt erstmal in die Stadt Uliviana City. Das machen wir mal noch. Erstmal gucken, wo wir da überhaupt hinkommen. Johto... Viola, Rosalia, Ebenholz, das müsste doch Uliviana, nein, das ist Dukatia, okay. Ach jo, Uliviana, okay, da fliegen wir jetzt erstmal hin. Los geht's, fliegen! Hui!
Okay, nice, gut. So, und jetzt ist die große Frage. Wir müssen jetzt erstmal Pokémon-technisch natürlich die Claudi ablegen. Und müssen dafür erstmal was anderes mitnehmen. Problematische. Ah nein, nicht in Box 1. Das müssen wir gleich nochmal verschieben. Problematisch an der Geschichte ist nur, ich habe, glaube ich, kein Pokémon, was Flug bzw. Fliegen erlernen kann. Und das ist natürlich, naja, wie soll ich sagen? Etwas problematischer an der Geschichte, ja? Was nehmen wir denn hier mal mit? Ich meine, die Pokémon sind auch alle so gar nicht trainiert. Stella höchstens noch am meisten. Ich habe wirklich keinen Plan. Wir haben halt, also ich muss auch ehrlich gestehen, wir haben in dieser Edition total blöde Pokémon gefangen. Einfach aus dem Grund, dass ich ja gesagt habe, ihr dürft euch Pokémon wünschen. Und dann habe ich diese Pokémon dann halt auch gefangen. Ja, das Problem ist nur, dass wir zum Beispiel mit Dragonier vom Wesen her, also was heißt vom Wesen, vom Typ her, das ist halt alles so ähnlich. Ja, wir haben hier mit Visenior einen Normaltypen. Wir müssten eigentlich Visenior mitnehmen, weil Visenior das Pokémon ist, was die ganzen VMs kann. Das heißt, wir müssen erstmal Visenior jetzt mitnehmen. Wir müssen auf Fliegen erstmal verzichten, so leid es mir tut. Okay, Leute. Das heißt, wir müssen uns einen adäquaten Ersatz, zumindest was das Thema Flug angeht, besorgen. Ist das jetzt hier das Schiff? Das ist aber klein. Nein, ich möchte hier nicht Surfer einsetzen. Ah, guck doch einer an, das ist Professor Eich. Oh, Hyrus, also irgendwie wirkst du langsam wirklich wie ein echter Champ. Und der Champ solltest du auch einen angemessenen Pokédex besitzen. Gib ihn mir doch mal bitte eben. Ich rüste ihn für dich mit dem nationalen Modus aus. Nice. Ich weiß, es ist nicht leicht, den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Aber ich hoffe, du versuchst es trotzdem. Nö. Hoppla, schon so spät? Im Radiosender von Ducatia City wird gleich meine Sendung aufgezeichnet. Und du brichst nun endlich nach Kanto auf, nicht wahr? Ich habe dort in einer Stadt namens Alabastia ein Forschungslabor. Komm doch mal vorbei und lass einen Blick auf deinen Pokédex werfen, wenn du in der Nähe bist. Vor allem in der Stadt Alabastia. Im Anime ist das vielleicht eine Stadt. Im Spiel sind das drei Häuser. Naja, gut. So, MS Aqua. Natürlich habe ich ein Ticket. Auf geht's. Lass mich mal durch, danke. So. Auf geht's. Alles klar, du bist der letzte Passagier, der noch gefehlt hat. Na, das ist ja aber ein Zufall. Tötet. Wir legen... Alter, wie cool sieht dieses Schiff denn aus? Riesen Heckspoiler auf dem Schiff. Oh oh. Entschuldigung, ich bin in Eile. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin. Sie ist verschwunden. Wenn du ein kleines Mädchen siehst, dann sag bitte Bescheid. Alles klar. Ich denke mal, das wird hier wieder eine schöne... Die meisten Passagiere sind Trainer. Viele warten in ihren Kabinen darauf, herausgefordert zu werden. Und da ruft Paoba an. Hallo Hyrus, ich bin's, Paoba. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Mir ist eine neue Attraktion eingefallen. Der Sofortuflix-Blockverteiler. Was? Ach, das ist der aus der Safari-Zone. Die Einzelheiten erkläre ich dir vor Ort in der Safari-Zone. Nun, ich erwarte dich dort. Ja, das sagt er mir jetzt, wo ich auf Schiff bin. Toll. Gut. Dann, mal rein hier. Oh, oh. Ich weiß halt auch nicht, mit welchem Pokémon es gut ist zu leaden. Wir nehmen einfach mal den Not. Unser Tank. Los geht's. Obacht, hier komme ich. Oh, wie süß er spielt. Botoke. Okay, Botoke ist Typ Psycho, oder? Kann das sein? Okay, Not, du darfst. Hau mal einen Eisenschweif raus.
nicht sehr effektiv. Haha, not los, Eisenschweif! Nice. Level 40 ist halt auch nichts. Ich meine, gut, wir kommen direkt aus der Liga. Wir sind ein bisschen OP, aber Level 40 ist ja wirklich nichts. Alles klar. So, und ihr seid ein Doppelkampf? Yo, easy. Du denkst, ich bin noch ein Baby? Das ist gemein. Ich bin kein Baby. So etwas sagt man nicht zu einer Dame. Ach du Jemine, so 12-jährige Girn. Teddy Ursa und Funpi. Oh, Funpi ist auch ein cooles Pokémon. Donphan ist auch mega cool. So, dann dürfen Not und Hütti ran. Teddy Ursa ist vom Typ normal, oder? Kann das sein? Ja. Ich gehe einfach mit einer schönen Steinwurf-Attacke auf Teddy Ursa und ich hau eine Surfer-Attacke einfach auf... Ach scheiße, Not wird davon ja auch getroffen. Das vergesse ich immer. Dann gehe ich auf eine Durchbruchattacke bei Funpi, wobei das, glaube ich, nicht so pralle ist. Ich gehe mit einem Eisstrahl rein. Los, Hütti! Ui! Krass! Trotz des hohen Levelunterschieds. Überleben die das? Okay, Feuerodem und wir gehen hier nochmal auf einen Lehmschuss auf Funpi, das sollte reichen. Schön, dass die Attacke von Hütti daneben geht. Solange ihr in den Ligen und in der Arena immer trefft, ist mir das alles gleich. Dann dürft ihr ja daneben semmeln, was ihr wollt. Das ist dann alles in Ordnung. So, ich muss mal sagen, das Spiel ist immer noch etwas laut auf dem Ohr. Ich schreie dann auch immer so bei der Aufnahme. Das ist dann immer nicht so schön. So, wir gehen... Warte mal, Feuerodem hat das Teddy Ursa jetzt nicht... Hab ich... Ach, ich hab auf den falschen Grad... Ist egal. Gut, dann nehmen wir jetzt hier nochmal Lebensschuss auf Teddy Ursa. Und dann sollte das passen. Ich denke, das sollte hier... Ach, Feuerodem kann ja nicht töten, oder? Das ist ja eine Attacke, die nicht... die immer nur so und so viel KP abzieht. Die kann ja nicht... Ah, toll. Gut, dann gehe ich einfach nochmal auf einen Steinwurf. Gut. Die hat jetzt auch schon wieder gut kassiert. Oh, wir haben verloren. Haha. Schön. Schön, dass Hütti hier so kassiert hat jetzt. Haben wir noch Tränke und sowas mit? Ja, ja. Ach, easy. Wir haben ja noch einen Haufen Zeug mit dadurch, dass wir in der Pokémon-Liga gekämpft haben bis vor kurzem. Okay. Gut. Gut, gut. Dann... Ach, hier gegenüber sind auch Räume, oder? Ach du Jemine, dieses Schiff ist ja riesig. Boah, der lässt sich's gut gehen hier in seiner Kajüte. Bist du allein? Lass uns kämpfen! Okay. Bronze. Da bringt mir, glaub, Not nicht so viel. Bronze ist Typ Stahl, wenn mich nicht alles täuscht. Dann wechsle ich mal auf die gute Anne. Und dann einen schönen Flammenwurf und dann sollte das passen. Sehr gut. Geowatz, okay. Geowatz, da drauf der Hüdi ran. Auch ein geiles Pokémon, Geowatz. Das sind halt gerade so Kämpfe, da sollten wir keine Probleme mit haben, ja. Okay, gut. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Abfalleimer ist leer. Abfalleimer ist leer. Ist jetzt auch die Frage, ob ich euch komplett die MS Aqua jetzt über mitnehme oder ob ich sage, okay, ich mache hier einzelne Trainerkämpfe für mich alleine, weil das halt nicht so spannend ist. Weil ursprünglich war mein Plan, dass ich mit euch die
die Arenen noch weitermache, die Pokémon noch fange, um das Team wieder zu vervollständigen oder das Team wieder abzugraden. So eine Sachen, weil ich wollte jetzt nicht nochmal komplett mit euch alles einmal durchgehen, weil die Routen, Kanto etc. kennt ihr ja alles aus Feuerrot. Sicherlich passiert da die ein oder Sache anders, aber es ist ja dennoch trotzdem im Endeffekt in Anführungszeichen dasselbe. Jetzt ist nämlich auch meine Frage hier, soll ich jetzt hier überhaupt mit euch die ganzen Räume, die ganzen... Hier kann ich bestimmt mich ausruhen, oder? Oh, erstmal schlafen. Oder auch nicht. Soll ich mit euch jetzt die ganzen Räume hier einmal durchgehen? Ist das der gute Mann, der seine Enkelin sucht? Oh, hallo, ich kann meine Enkelin da unten nicht finden. Wenn ich nur wüsste, dass sie hier an Bord ist, wäre ich bereits beruhigt. Aber andererseits ist sie so einer Energiebündel, dass sie wahrscheinlich irgendjemand zu Last fällt. Oh nein, jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen als zuvor. Okay, die müssen wir also finden, die Kleine. Ja, also ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das am liebsten mache. Mit der MS Aqua hier. Die Folge nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ach du Jemine, was hat denn der für eine Riesenkajüte hier? Mit einer schönen Riesenklötze und einer Wii oder was da hinten steht? Ach, Schnarch. Was? Ich bin nicht Schnarch. Was? Ach so, er ist nicht eingeschlafen. Haha. Okay, gut. Was haben wir hier noch? Leerer Raum? Ach, hier können wir Pokémon ablegen. Okay, gut. Dann, next room, please. Was bist du hier? Das ist deine Kabine. Wenn dein Pokémon-Team verletzt ist, dann mach hier ein Nickerchen. Dadurch wird es geheilt. Ah! Ich kann hier also schlafen. Ein weiches Bett. Oh, Schlafenszeit. Frisch und ausgeruht. Ah, ich fühle mich gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Pokémon-Folge. Ich danke wie immer fürs Reinschalten. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Wie immer, den Daumen in der nördlichsten Richtung nicht vergessen. Die Kommentarsektion voll Spam und mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ihr gerne noch sehen wollen würdet für ein Pokémon SoulSilver und ob ihr das okay findet, dass ich zum Beispiel viele Sachen nicht mehr zeige und mit euch nur noch die spannenden Kämpfe, die coolen Sachen erlebe. Weil ich sag's mal wirklich, wie es ist. Diese einzelnen normalen Kämpfe hier, die werden wahrscheinlich nicht so spannend sein, dass ihr diese Folgen weiterhin so krass verfolgt, wie noch in der Johto-Region, die wir zu Beginn gespielt haben. Deshalb schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wie immer auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und sehr, sehr gerne auch mal auf meinen Instagram-Channel vorbeischauen. Da gibt es noch jede Menge anderen coolen Stuff. Ich danke, Leute. Haut bitte alle rein. Bleibt bitte alle schön gesund und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.